Hey ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog. Ich bin jetzt richtig aufgeregt und freue mich richtig auf den Tag, euch mitzunehmen, und ich hoffe, ich kann es so erfüllen, wie ich gern möchte. Ich habe im Moment 6:30. Ich bin jetzt schon seit etwa 5:45 wach und schneide jetzt dann gleich auf das Video, beginne ich. Das Infovideo für die Vlogs, das heute online kommt. Wir haben heute den 24. Dezember, also ihr werdet es ja dann am 25. erst sehen, da habt ihr den Vlog-Info wahrscheinlich schon gesehen, denn ich werde es euch immer am Anfang des Videos verlinken, einmal hier oben werde ich das jetzt auch machen, für die, die den noch nicht gestern gesehen haben, und der Rest muss nicht draufklicken, weil sich es ja nicht geändert hat. Da erfahrt ihr einfach nur ein paar Infos zu meinen Vlogs. Und jetzt schneide ich, wie gesagt, das Infovideo, und gestern Abend habe ich auch bis um 11:30 oder so geschnitten an eine Überraschung, die heute Abend online kommen wird, aber ihr werdet sie ja schon gesehen haben, deswegen kann ich es euch ja verraten. Es wird das Making-of vom Adventskalender, und außerdem habe ich euch noch genau das Türchen geschnitten, das 24. Das kommt nämlich immer schon um 7 online. Und deswegen musste das unbedingt vor heute Morgen fertig sein, weil sonst schaffe ich das nicht. So, und da heute Weihnachten ist und ich auch noch etwas zu tun habe, werde ich jetzt dann ganz schnell beginnen, damit ich auch ganz schnell fertig werde, da ich noch sehr viele andere Sachen zu tun habe. Und dann beginne ich mal. So ihr Lieben, ich habe gerade das letzte Video noch geschnitten, und zwar das Infovideo. Das erste Video ist jetzt auch schon wieder online, und zwar das 24. Türchen, und schon seit circa einer halben Stunde sogar. Und ja, vielleicht seht ihr hier, oder habt es gestern schon gesehen, das ist gestern noch ein extra Video online gekommen um 7 Uhr, also 19 Uhr. Und, also beziehungsweise für mich ist es heute, wird es noch online gehen. Ja. Da habe ich mir jede Menge Mühe gegeben, und ich glaube, ich habe mindestens 10 Stunden am Schnitt verbracht. Und dann hat das Ewigkeiten noch nicht gerendert, und das war ein bisschen nervenaufreibend, weil es ziemlich oft abgebrochen ist und ich nicht recht wusste, woher. Und dann habe ich es jetzt aber doch geschafft. Und das hier ist mein Weihnachtsgeschenk an euch. Aber ihr werdet später noch sehen, ich werde da noch so ein Überraschungsvideo schneiden. Ich denke, jetzt werde ich erstmal frühstücken, danach das Überraschungsvideo schneiden, das ich dann hochladen kann auf Instagram. So, und dann mache ich mich jetzt mal fix fertig, ziehe mich um und so, und dann gehe ich mal erstmal frühstücken. Hey ihr Lieben, wie ihr vielleicht schon hier im Hintergrund seht, haben wir es 7:45 ungefähr. Und ich werde mich jetzt fertig machen. Ich kam gerade vom Frühstück, ich habe mit meiner Familie zusammen gefrühstückt. Und ja, dann mache ich mich jetzt mal fertig, und dann würde ich vorschlagen, zeige ich euch mal knapp meine Wohnung, damit ihr eine kleine Vorstellung bekommt, wo alles liegt. So, ich habe mir jetzt schnell eine Frisur gezaubert, damit ich heute Abend dann Locken habe, hoffentlich. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt mit der Roomtour beginnen. So, wenn man hier dann reinkommt, ist erstmal eine Garderobe. Mit Eingangsbereich, und dann machen wir einfach mal bei dieser Tür hier weiter. Da geht es ins Gästeklo. Gehen wir einfach den Gang geradeaus weiter. Hier kommt dann das Badezimmer. Wenn wir noch weitergehen, da kommt dann mein Zimmer, mein Schlafzimmer. Mit jeder Menge Bücher da. Und dann natürlich mit Pferdebettwäsche. Dann drehen wir uns einmal komplett. Da ist unsere Kommode. Und wenn wir dann noch weitergehen, also hier ist zur Erinnerung die Tür, wo wir reingekommen sind. Und hier geht es dann ins Wohnzimmer, in den Wohnraum. Hier haben wir eine Couch, der Fernseher. Und da schneide ich immer meine Videos, also meistens zumindest. Da habe ich immer meinen Laptop stehen. Dann da hinten ist mein Schulplatz, mein Arbeitstisch. Mit Schreibunterlagen,
Da ist dann lauter Zeug drin. Und da hinten ist mein Kleiderschrank, wo ich mich umziehe. Darin erkennt man natürlich wieder, dass wir hier in einem Pferdehaushalt sind. Und dann kann man hier die Treppen hochgehen und kommt ins Videozimmer. Da muss ich irgendwann nochmal die Woche aufräumen, wie ihr vielleicht schwer erkennen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon mit der mini kleinen Roomtour, weil mehr gibt es auch gar nicht zu sehen. So, ich habe mir noch die Kamera von meiner Schwester geben lassen, allerdings ist der Akku leer und wir wissen nicht genau, wo das Ladegerät ist. Deswegen werde ich jetzt das Ladegerät suchen, damit ich die erstmal aufladen kann. So ihr Lieben, dann würde ich jetzt mal sagen, mache ich noch ein paar Weihnachtsgeschenke fertig. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ich bin immer sehr spontan und mir fällt eigentlich erst richtig was ein, wenn ich auf Druck arbeite. Das ist bei mir immer so. Wenn ich Druck habe, dann kommen die besten Sachen raus und wenn nicht, dann nicht. Deswegen beginne ich jetzt noch Weihnachtsgeschenke zu suchen und auch einzupacken. So ihr Lieben, ich fahre jetzt in den Stall, beziehungsweise man holt mich gleich. Ich muss noch schnell wohin laufen, wo man mich dann abholt und das habe ich heute an. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ich habe 3 Paar Reithosen an. Ja, und ich weiß noch nicht, wie viel ich mitfilmen kann, da heute ziemlich viel los ist, da wir den Weihnachtsausritt machen und dann bis später. So, ich bin jetzt wieder daheim. Ich habe euch auf den Ritt mitgenommen. Beim Fertigmachen war es leider etwas stressig, wie ich vermutet habe. Deswegen habe ich euch da nicht gefilmt. Und ja, einfach nur den Ausritt. Da werde ich jetzt ein paar Szenen einblenden. Weil alles, das ist einfach zu viel. Weil wir sind, glaube ich, 3 Stunden unterwegs gewesen oder so. Und jetzt ziehe ich mich um und dann muss ich jetzt noch die Geschenke einpacken. Dann kommt vielleicht noch kleine Freundin von mir vorbei. Und dann gibt es auch schon bald Bescherung. Mal schauen, ob wir noch in die Kirche fahren. Und dann soweit der Plan von heute. Ich bin total außer Atem und dann ziehe ich mich jetzt mal um. So ihr Lieben, das Paket ist gerade angekommen, beziehungsweise schon heute Vormittag. Habe ich vergessen euch zu sagen und dann werde ich es jetzt mal mit euch aufmachen. So, und dann machen wir hier einmal auf. Oh, wie süß. Also ich muss dazu sagen, ich habe letztens auf Instagram gewonnen. Hier ist ein BB Young Care Deo Spray. Habe ich jetzt auch noch nie gehabt, werde ich ausprobieren. Dann ist hier noch so ein Schauergel, so ein Duschgel. Dann hier ein Autogramm von der Insta-Seite, das habe ich mir gewünscht. Es wird zu den anderen Autogrammen kommen. Und hier wurde noch gefragt, ob ich Hund oder Katze habe. Meine Oma hat einen Hund. Bei der Gelegenheit kann ich euch mal kurz einblenden, wie der gestern abgegangen ist. Oh, ich sehe gerade, der Akku ist leer. Und dann noch eine Schabracke in Vielseitigkeit. Und zwar nochmal die pinke. Und diesmal in neu. Das freut mich wirklich sehr. Die wird auch erstmal neu bleiben, denke ich. Und ich werde die gebrauchte drauf machen und dann mal schauen. So, und das war es dann soweit schon wieder mit dem kleinen Mini-Haul. Ich dachte mir, das mache ich jetzt einfach mit euch hier im Video auf. Und ich zeige mal euch kurz, wie es hier so aussieht. Das möchte ich im Laufe der Woche nochmal alles beseitigen.
Und da hinten sind noch jede Menge Sachen. Aber dazu werden noch extra Videos kommen. Hey ihr Lieben und einen wunderschönen Abend. Ich habe inzwischen 10:45, genau. Ich werde jetzt dann langsam den Vlog anfangen zu schneiden und wir waren bisher, Bescherung haben wir gemacht und gegessen und mit der Familie so Zeugs gemacht. Und ich werde euch da einfach ein paar Bilder einblenden und... Beziehungsweise wir haben schon den neuen Tag, es ist direkt 12 Grad und ich bin jetzt Gott sei Dank endlich fertig mit Schneiden. Ich muss jetzt nur noch dieses letzte Teilchen hinzufügen, was ich hier jetzt noch drehe. Ich hoffe, ich hat der kleine Vlog gefallen, beziehungsweise er ist ein bisschen länger geworden. Gebt ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn er euch gefallen hat. Das würde mich mega freuen und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Das ist kostenlos natürlich. Und dann würde ich sagen, bis morgen um 10, weil da kommt dann das nächste Video. Tschüss!